Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht zur Sterbestunde. Wir gedenken an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Dazu lesen wir dieses Jahr die Passions- und Leidensgeschichte nach dem Evangelisten Lukas. Gott segne uns diese Versammlung. Amen. Messias prophezeit hat. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er dennoch willig
und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus Christus aufgeschrieben hat. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Oh,
Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab, brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist, der dich schlug? Und viele andere Lästerungen sagten sie gegen ihn. Und als es Tag wurde, versammelten sich der Rat der Ältesten des Volkes, hohe Priester und Schriftgelehrte, und sie führten ihn vor ihren hohen Rat und sprachen: Bist du der Christus, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen: Sage ich's euch, so glaubt es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört aus seinem Munde. Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen, und sprachen:
Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuer zu geben und spricht, er sei der Christus ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der Juden König? Er antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber beharrten darauf und sprachen, er wiegelt das Volk auf, damit, dass er lehrt im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er unter der Herrschaft des Herodes gehörte, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn mancherlei. Er antwortete ihm aber nichts. Die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgehen. Da schrien sie alle miteinander, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte.
Sie riefen aber: Kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgehen. Aber sie setzten ihn zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde, und ließ den los, der wegen Aufruhrs und Mordes im Gefängnis war, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, das erst Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und viele Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selber und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen:
Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es gab eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Thank you.
Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, eine Begebenheit in der Leidensgeschichte von Jesus erzählt nur der Evangelist Lukas. Jesus wird nach dem Verhör bei Pilatus, dem römischen Statthalter, zum König Herodes geführt. König Herodes ist der Landesherr von Jesus. Er herrscht in Galiläa. In Jerusalem ist er selber nur Gast. Und er hat schon viel von Jesus gehört und freut sich, ihn nun endlich persönlich zu sehen. Er hofft, dass er dass er ein Kunststückchen vorführt, dass er ein Wunder ihm zeigt. Hat viel gehört, dass Jesus Wunder tut. So geht es fast allen Menschen. Der Name von Jesus ist vielen auf der Erde bekannt. Auch in anderen Religionen. Auch bei Menschen, die keiner Religion angehören. Aber was weiß man über Jesus? Meistens eben, dass man sagt, er habe tolle Dinge getan. Große Wunder. Sogar im Koran wird von Jesus erzählt, dass er Wunder vollbracht hat. Geht es mir nicht manchmal auch so wie Herodes? Würde ich von Gott und Jesus nicht am liebsten ein Wunder erleben? Etwas Spektakuläres, vielleicht eine Heilung, gerade jetzt in der Corona-Zeit, ein Eingreifen, ein sichtbares. Oder dass meine finanziellen Sorgen sich in Luft auflösten. Mit dieser Erwartung empfängt Herodes Jesus. Was macht Jesus? Er schweigt. Er erfüllt nicht die Erwartungen von Herodes. Er lässt ihn einfach abblitzen. Er bettelt nicht um Gnade. Er verteidigt sich nicht. Er geht auch nicht irgendwie seelsorgerlich auf Herodes ein. Er schweigt. So behandelt Gott uns auch oft. Er schweigt. Und ich bin dann vielleicht enttäuscht von Gott. So gerne hätte ich ein Wunder gesehen, zu meiner eigenen Belustigung oder nennen wir es Erbauung. Gott schweigt, weil meine Erwartungen die falschen sind. Gott will mich zum Richtigen bringen, zum wichtigen Zentrum führen. Und das ist das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Jesus Christus kann Wunder tun. Aber die Wunder sind nur Hinweiszeichen, Ausrufezeichen auf Jesus selber. Wenn du etwas Wichtiges über Jesus Christus erfahren willst, dann findest du das in der Passions- und Leidensgeschichte. Durch sein Leiden und Sterben ist die wichtigste Frage der Menschheit gelöst, nämlich die nach Schuld und Sünde, wie ich die loswerden kann. Deshalb an diesem Karfreitag verneige dich vor dem Wunder, vor der Hingabe, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns ehrlich werden vor Gott und gemeinsam beichten und beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen habe mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr
Und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes, Jesus Christus, willen. Du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Lasst uns weiter beten und Fürbitte halten. Vater im Himmel, heute gedenken wir an das Leiden und Sterben deines Sohnes Jesus Christus. Er ist freiwillig den Weg des Leidens gegangen. Verlassen von seinen Jüngern hat er die Schmach, die Schmerzen und die Einsamkeit erlitten. Er hat für uns die Gottesferne ertragen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. In seinen Wunden gibt es Vergebung. Lass uns das in seiner ganzen Tiefe erfassen und erkennen. Wir beten dieses Wunder an. Segne uns dieses Osterfest. Tröste die Einsamen. Wir bitten dich um Weisheit für die Regierenden in dieser Corona-Krise. Stehe denen bei, die um ihre Geschäfte um ihren Arbeitsplatz bangen. Gebe Ärzten und Pflegekräften Kraft, Mut und Bewahrung. Segne die Kranken mit Geduld und schenke Heilung. Sei bei den Sterbenden, gib ihnen den Trost, dass dein Tod, dass der Tod deines Sohnes ihr ewiges Leben bedeutet. Segne deine Kirche, segne alle, die in ihr dienen, segne unseren Landesbischof Tobias Wilz. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden recht herzlich ein zu den Predigten des Osterfestes hier auf diesem YouTube-Kanal. Am Karsamstag werde ich eine Andacht halten zum Karsamstag. Ostersonntag wird Pfarrer Markus Schuffenhauer die Predigt halten, Ostermontag wieder ich. Wenn Sie darüber informiert werden wollen, klicken Sie einfach unter dem Video auf die Glocke, damit abonnieren Sie unseren Kanal. Kollekte geben es etwas komplizierter in diesen Zeiten. Sie können gerne eine Überweisung tätigen. Wir blenden dazu unser Bankkonto ein. Heute am Karfreitag erbitten wir eine Gabe für die sächsischen Diakonissenhäuser. Gott segne Geber und Gaben. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.